Oberligaspiel ECC Preußen Berlin gegen FAS Berlin wird präsentiert von der Fanszene des ECC Preußen. Ein Spiel für die Fans, das sollte es werden. Und was kann es da Besseres geben als ein Berliner Stadtderby? Zweimal waren die beiden Hauptstadtteams in dieser Saison bereits aufeinander getroffen, jeweils mit dem besseren Ende für die Preußen. Auf die leichte Schulter nimmt Preußen-Trainer Lenny Sorcio die Gäste trotzdem nicht. Du darfst keine Gegner leicht nehmen. Und Derby sind immer schön für Sport. Es bringt gute Atmosphäre, es macht auch Spaß. Und freut mich auf den Derby heute. Ich weiß, was wir zu tun haben. Die Jungs haben gut trainiert, die wissen auch. Wir brauchen die Punkte. Unsere letzte Chance auf Hoffnung, um auf die ersten zwei Plätze zu kommen, müssen wir das Spiel gewinnen. Und wir werden alles tun, heute das Spiel zu gewinnen. Und dieser Wille ist den Jungs aus Charlottenburg von Beginn an anzumerken. Nach einer kurzen Abtastphase ist es in der 12. Minute Jakob Rumpel, der zur 1:0 Führung für die Hausherren einnetzt. Als dann auch noch Daniel Wolinek 9 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels auf 2:0 erhöht, stehen die Vorzeichen endgültig auf Heimsieg. Und damit dürfte dann auch noch weiter von den Pre-Playoffs geträumt werden. Doch Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze, weiß auch der Fanbeauftragte Stefan Unrath. Ein Derby innerhalb der Stadt, auch in der dritten Liga, ist sehr, sehr brisant. Wir werden natürlich heute versuchen, dieses Derby für uns zu gewinnen, damit wir halt eventuell doch noch den 12. Platz erreichen können. Doch die Gäste von FAS Berlin insgesamt zu harmlos. Und dann kommt, wie so oft, auch noch Pech dazu, als Charlie Janke in dieser Szene nur die Latte trifft. Statt des Anschlusstreffers für die Gäste erhöhen die Preußen im zweiten Abschnitt auf 5:0. Teilweise nach katastrophalen Abwehrfehlern der Akademiker, wie hier beim 4:0 durch Jakob Rumpel. Spätestens jetzt gerät die Begegnung zur Fanparty. Am Ende heißt es 7:2 für die Charlottenburger und Kapitän Max Janke hatte sichtlich Spaß dabei. Ja, Derbys sind immer schön, machen immer Spaß. Gerade in der Runde, wo es jetzt noch ein bisschen um was geht. Und wir wussten von Anfang an, FAS ist zwar da auf dem Tabellenletzten, aber wir haben das Spiel von Anfang an ernst genommen, hatten Respekt auch vom Gegner gehabt, aber haben mit unserem Willen von Anfang an hart gespielt und ich denke mal verdient gewonnen und das Spiel auch kontrolliert. Mann des Spiels wird Jakob Rumpel, der an 6 der 7 Preußentore beteiligt ist. Doch für den Neuzugang zählt jetzt nur eines. Das Wichtigste ist, dass wir das Derby gewonnen haben. Meine eigenen Treffer sind egal. Wichtig ist jetzt, dass wir in jedem Spiel so kämpfen, denn wir wollen noch in die Playoffs. Ob Playoffs oder nicht, dem direkten Klassenerhalt sind die Preußen mit diesem Sieg einen großen Schritt näher gekommen. Damit es am Glockenturm auch nächste Saison wieder heißt. Auf geht's, Charlottenburg! Yeah.